Interessante Taktik, Pilot. Mein 40 Tonnen schweres Chassis eliminiert Stalker sehr effizient. Ja, BT, Junge, BT. Wir sollten aufbrechen, Pilot. So, Leute, wir sollten aufbrechen. Und zwar zu einer neuen Runde. Ben zockt Titanfall 2. Der Sender ist genau vor uns. Und der Sender ist genau vor uns. Ich bin gespannt, wo uns BT hinführt. Wahrscheinlich wieder in den nächsten Kampf. Wir haben minimalen Energiefluss. Reparaturen werden nötig sein. Das sieht doch schon voraus. Aber das hätte ich euch auch sagen können. Mehrere Kontakte in 300 Metern Entfernung. Ja, die rotzen wir weg. Feindkontakt bestätigt. Die Stalker haben offenbar Befehl, den Kontrollraum zu attackieren. Okay, komm hier, dann gehen wir mal rein hier. Können wir rein? Achtung, der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Was ist das für Nebel? Scan. Der Bodennebel ist ein toxisches Nebenprodukt des Senders. Ich empfehle Ihnen, ab einem Grenzwert von 1 ppm Wolfram-Hexafluorid Schutz im Cockpit zu suchen. Machen wir. Komm. Einsteigen. Wir bringen gehen wir direkt rein. Steuerung geht an Piloten. So, ich glaube, wir haben nämlich hier auch ein neues Loadout. Pilot, im Kontrollraum des Senders halten sich Miliz-Einheiten auf. Sie senden ein... Ronin. Projektilschrotflinte mit breiter Streuung. Ja, ich habe ihn ja auch schon im Multiplayer gespielt, aber Notsignal. Probieren wir einfach mal aus, oder? Hey, da draußen, Pilot! Hören Sie uns! Wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen! Hier, Captain Cole vom 3. Grenadierregiment wird von Stalkern überrannt, brauchen Unterstützung! Ich empfehle, wir helfen bei der Neutralisierung dieser Stalker und nehmen dann direkten Kontakt mit den Milizschützen auf. Interessante Taktik, Pilot. Mein 40 Tonnen schweres Chassis eliminiert Stalker sehr effizient. Ja, BT, Junge, BT. Was ist das? Zack. Zack. Muss man hier rein? Bedrohung neutralisiert. Gute Arbeit. Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht. BT-7274 an Miliztruppen. Alle Bedrohungen wurden eliminiert. Sie haben uns den Arsch gerettet. Die Stalker waren einfach nicht tot zu kriegen. Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Wir öffnen jetzt die Sprengtüren. Kommen Sie rein. Aber hallo. Guten Tag auch. Guten Tag. Captain, wie ist der Status des Senders? Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen, aber das hier ist kaputt. Gerät, Elektrotool. Funktion, erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Dieser Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk dieser Anlage zu höchster Vorsicht. Sie müssen das Elektrotool bergen. Wer hätte das gedacht? Viel Glück, Sir. Wir haben da unten schon zu viele Männer verloren. Demeter war ein großer Sieg. Ja, ja, laber, Schwart. Juhu. Bitte melden Sie sich in Sektor Bravo 7. Wir tun hier unten, was wir können. Warte mal, haben wir vielleicht noch eine bessere Waffe hier? Obwohl, ne, die scheint ganz cool zu sein. Könnte doch sein. Komm hier, die da bleiben wir mal bei. Deshalb ist es so schwer zu töten. Ich wünschte, ich könnte sagen, was ihr erwartet, aber was ist verbessert? Jetzt sag nicht, ich muss hier hin und her springen.
Unser letzter Pilot ist vor ein paar Stunden auch da lang gegangen. Kam nicht wieder. Seien Sie vorsichtig. Wer hat das gesagt? Hast du Bauch geregnet? Bauchredner! Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, jetzt komm mir nicht an mit... Das sieht mir viel zu gefährlich aus, wenn ich jetzt da lang muss, ohne Scheiß. Und ich wette, ich muss da nicht lang, aber ich probiere es trotzdem mal. Ne, da müssen wir nicht lang. So, Kontrollpunkt. Vielleicht müssen wir aber auch irgendwie die Düsen ausschalten und dann geht das. Können wir irgendwas machen? Leute, darunter geht's auch nicht. Gebt mir mal einen kleinen Hinweis. Wo müssen wir hin? Da unten hin? An der Wand langlaufen? Pilot, ich überwache Ihre Fortschritte über Ihr Helmdisplay. Der Kanal ist offen, falls Sie Hilfe brauchen. BT, was ist mit den Wänden los? Scanne. Freiliegende Stromkabel. Meiden Sie physischen Kontakt und rücken Sie vorsichtig vor. Okay. BT, was mache ich hier eigentlich? Ihre Mission ist die Beschaffung eines Elektro-Tools. Damit können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender neu starten. Ich habe seine Energiesignatur im Inneren des Umspannwerks geortet. Huh. Status, Umspannwerk, okay, jetzt muss ich wieder zurück. Ach ja, hier, komm. Der Scanner-Kollege hier, der Geist, ist wieder am Start. Aber ich glaube, der zeigt uns das an, was ich eh schon denke. Da lang, da lang, da lang. Naja, da brauchen wir keinen Geisterkollegen für. Haben wir doch gerade schon gemacht. So. Und da sind wir. Endlich kann ich ballern. Okay. Also ich habe so, meine Lieblingsdistanz ist echt so die Mitteldistanz. Was? Nicht die Nahdistanz, Junge. Was habe ich gerade gesagt? Mann, Mann, Mann. Hört doch mal auf mich. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Mal kurz unsichtbar machen. Haben wir hier vielleicht irgendwo Munition? Was, wo? Okay. Die Dinger hier, diese kleinen Roboter, die scheinen die zu reparieren. Ja! Hau ab! Komm, nützt uns alles nix. Aha, aha, aha. Da müssen wir mal kurz draufhalten. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie haben wir hier... Das ist alles du schuld. Du bist das schuld. Und hier war noch so einer hier. Und du bist das schuld. Und ihr seid das alles schuld. Aber scheiß drauf. Komm, du bist auch noch schuld. Und jetzt geht's weiter. Ja, hier haben wir alles platt gemacht. Die Hemlock. Was ist das nochmal? Ja komm, die ist cooler. Nehmen wir die mal mit. Ja, wo geht's denn hier lang? So. Das ist ein Gerät des örtlichen Zahnarztes. Ist für seine Brutalität bekannt. Da er sonst nur Roboterzähne pflegt, weil ich den hier immer gepflegt in die Fresse haue. Bam. Ah, da wäre ich jetzt fast reingesprungen. Okay, jetzt ist der Trick wieder. Achso, ja, hier.
Komm, verrat mir den Trick. Also ich meine, ich kann es mir eh schon wieder denken, aber lassen wir ihn da mal vorlaufen. Rechts. Ja, was ist, wenn ich auf der linken Seite lang will? Na komm, machen wir es einfach so wie er. Ha! Hast du das gesehen, ey? Was ist das hier? Offenbar handelt es sich bei diesem Ort um das Stromnetz eines Interstellarsenders der IMC. Das ist ja wie ein Labyrinth. Wie tief geht's da runter? Maximale Tiefe beträgt laut meiner Scans 300 Meter. Och, geht doch noch. Hä? Hä? Bin ich jetzt zurückgelaufen? Ah! Oh! Mein Gott, war das ein Fail, ey! Ja, aber immerhin habe ich bewiesen, dass ich laufen kann. Nur in die falsche Richtung. Okay, hier müssen wir mal lang. Okay. Also das ist schon ein bisschen knapp, aber meistern wir doch mit links. Sind wir schon wieder beim nächsten Kontrollpunkt. Und ich wette, da geht's hoch hinaus. Ich weiß aber nicht genau, ob wir da hin wollen. Deaktiviere die Turbine. Tja. Fragst dich nur wie. Kann ich den hier irgendwie Sparta-like runtertreten? Ja, kann ich glaube ich nicht. Aber rennen wir trotzdem mal rum. Ich weiß nicht. Aber ich könnte es vielleicht. Leute, sollen wir mal was ausprobieren? Mal gucken, ob wir hier hoch teleportiert werden und dann, unten auf dem Silo eine Energieleitzentrale. Genau, ja, so da rein. Da siehst du, klappt doch. So. Überbrückung erfolgreich. Abluftventilator offline. Keine Angst. Die Junk was? Wird den Fall abfangen. Ah, Trippelschuss. Na gut, okay. Kurze, kleine Feuerstöße. Die Frage, wo müssen wir hin? Jetzt sag nicht, ich muss jetzt da runterspringen. Geronimo! Oh. Oh. Ja, ich glaube, da sind wir richtig. Der hat einfach da so... Ja, das muss einfach sein. Was machen die hier? Frage, darunter? Ja, wahrscheinlich, oder? Dann müssen wir hier irgendwelche komischen Schalter betätigen. Hier unten vielleicht. Nee. Aber ich meine, wir wurden ja, glaube ich, woanders hingeschickt. Gucken wir doch mal. Ja, weg da. Repariert den Scheiß nicht. Ich hatte da echt voll die Arbeit mit, das in sorgsamer Mühe, das alles zu zerstören, ja? Und ihr solltet nicht reparieren. Das ist die Frage, wenn ich jetzt... Was machen wir jetzt? Kann man das hier irgendwie... Achso, Gelände wird wieder gescannt. Elektrotür. Ja, aber ich muss doch hier irgendwas ausschalten. Pilot, Sie haben das Elektrotool geborgen. Gehen Sie jetzt in den Kontrollraum zurück, um das System neu zu starten. Aha. Pilot, an der zentralen Turbine gibt es wohl einen Überbrückungsschalter. Achso. Ach Leute. Oh. 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 Muss ich jetzt da hoch? Ich glaube, ich muss wieder ganz nach oben.
Okay, dann machen wir, gehen wir nochmal runter und dann aktivieren wir das nochmal. Müssen wir kurz gucken. So, so, in etwa so, okay. Alles klar. Entsende Sicherheitseinheiten. Ah, Junge. Junge, 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 Junge. Stirb. Hier, hier, hier. Zack, Junge, so geht das. Oh, hier. Oh, hier. Hier weht aber ein laues Lüftchen. So. Irgendwie riecht das. Als wird sich dahinter ein Lokus befinden und die pusten in die ganze Luft hin. Leute. Okay. Dahin müssen wir. Das heißt wahrscheinlich, können wir das wieder deaktivieren. Oh ja, hier, hier, hier. Oh. So. Das ist wieder nur für einen kurzen Moment. Ach, wir müssen immer wieder neue Geschicklichkeitsübungen hier erledigen. Das ist echt cool. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Fan von dem ganzen Kram, aber das finde ich trotzdem irgendwie stylisch. Bin ja mehr so echt so der Haut drauf, schieß drauf und mach alles kaputt Typ. Anstatt hier der Geschicklichkeit Super Mario Jump'n'Run Scheißfreak. Aber, sorry, pardon, Super Mario ist natürlich cool. Aber wie gesagt, aus dem Alter bin ich irgendwie raus, weil seitdem es irgendwie Shooter gibt, spiele ich die Dinger. Seht ihr? Seht ihr? Ja? Das ist das nämlich, was ich sage hier, ne? Das ist, nicht mein Metier hier. Nee. Das ist halt die Frage. So. Und irgendwo muss es noch einen Schalter geben. Kann ich irgendwo irgendwas betätigen? Ach, wahrscheinlich kann ich. Nee, kann ich glaube ich nicht. Ja. Ah, ich verstehe. Wow. Ja, da war aber gerade so, ey, hier. Unfassbar. Und da ist schon wieder mein Freund, der Robo-Man. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Was? So. Also die ist schon recht durchschlagskräftig, diese Hemlock, aber dieser Trippelschuss. Naja gut, okay, wenn ich jetzt Battlefield spiele, dann schieße ich ja manchmal auch halt in diesen kurzen Feuerstößen. Aber selbst da würde ich niemals mit einem Trippelschuss ballern. Nee. Ja komm Geisterläufer, zeig mal, was du drauf hast. Auf geht's! Oh. Oh. Was geht? Oh. What the f... Oh. Jetzt bin ich genau auf der anderen Seite. Weißt du, hätte ich doch die Dinger von Anfang an hier ausschalten können. Komm mal hier hoch. Nein, da will ich nicht hoch. Okay. Ja, das heißt es, ich muss die Dinger jetzt echt ausstellen. Oh nein. Boah, ey. Beeindruckend, Pilot. Sie werden bereits im Kontrollraum erwartet. Was ein Scheiß. Schön, dass Sie zurück sind. Dank dieses Elektro-Tools können wir endlich die Milizflotte kontaktieren. Das Pilotentraining ist wohl härter geworden, was? Ja, das kannst du sagen, ey. Mann, Mann, Mann. Ich komm mal wieder rein und alle Leute rufen Yippie-Yi-Yi. Doch ne Schweinebacke. Wer ist hier im Game? Wenn ihr es zum Reinen machen, er haut auf deine Kacke. Oh fuck, ey.